Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir jetzt in einen Superzyklus kommen. Dann, glaube ich, sehen wir diese extreme Kerze nach oben. Ja. Jeder Mensch braucht Bitcoin, aber viele Menschen wissen noch nicht, dass sie Bitcoin brauchen. Das muss schon alles perfekt laufen, sowohl wirtschaftlich als auch, ich sag mal, in unserem Mikrokosmos, dass wir Preise jenseits der 130, 140, 150.000 Dollar sehen. Wie wendest du eine Rezession ab? Du änderst einfach die Definition einer Rezession. Das ist ganz einfach. Es ist genau das gleiche wie mit den Warenkörben, die wir eben hatten bei der Inflation. Wie kannst du die Inflation bekämpfen, indem du ständig die Warenkörbe änderst? Ich sehe nicht das Szenario, dass Bitcoin langfristig Gold überholt und dann da irgendwo sein Plateau erreicht hat. Ich glaube, dass da noch deutlich mehr drin ist und dann bewegt man sich halt relativ schnell. Da muss man aber aufpassen, weil das halt für die Menschen utopisch klingt, die sich nicht damit richtig befassen oder halt sich das einfach noch nicht vorstellen können. Dann liegt Bitcoin tatsächlich bei einer Million oder anderthalb oder zwei. Hi Leute, ich bin der Marc. Ich habe hier den Finanzhacker, den Luca, der ja eine sehr große Followerschaft aufgebaut hat, über 1 Million Follower in Social Media. Und heute wird es richtig bullisch, weil wir reden jetzt über den Bitcoin-Preis und wo die Reise hinführt. Luca, wie sieht es aktuell aus? In Q4, viele gehen davon aus, in Q4 kommt quasi die Bitcoin-Explosion. Bitcoin wird raketenartig nach oben gehen, weil wir einfach historisch immer gesehen haben, so ein halbes Jahr nach dem Bitcoin-Halving oder ein Dreivierteljahr nach dem Bitcoin-Halving geht es dann einfach nach oben. Wie ist aktuell deine Einschätzung vom Markt? Wo wird der Bitcoin-Preis hingehen? Und was ist vielleicht momentan, was für Bitcoin spricht und wo siehst du vielleicht noch Gefahren? Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man unterscheiden. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Historisch war es so, dass ja, nach dem Halving ungefähr ein halbes Jahr, Jahr danach immer die Kurse explodiert sind. Ich bin nichtsdestotrotz kein Freund davon, vergangene Ereignisse einfach blind zu extrapolieren, weil man halt keine Glaskugel hat. Sonst würden wir, glaube ich, hier alle gar nicht sitzen, sondern irgendwo auf den Seychellen alle Urlaub machen gemeinsam. Nichtsdestotrotz gucke ich aber auf die fundamentalen Daten, was aktuell sich in der Wirtschaft tut. Und wir haben einige spannende Ereignisse, einige Dinge, die schon passiert sind, wie du angesprochen hast, das Halving zum einen, dann zum anderen die Zinssenkung. Wir haben die Bitcoin-Spot-ETFs. Und ich glaube, der letzte große Schritt für einen extrem guten Bullrun werden dann die Präsidentschaftswahlen in den USA sein, wo es sich dann entscheidet, ob Trump Präsident wird oder nicht. Und genau, da das im November ansteht, denke ich schon, dass wir im Q4 24 noch rasante Kursanstiege sehen könnten. Wenn wir mal so schauen, es gibt zum Beispiel so verschiedene Metriken, die wir anschauen können. Zum Beispiel, was machen die Whales, also was machen die Leute, die sehr, sehr viele Bitcoin haben? Wenn die zum Beispiel akkumulieren, dann ist es eigentlich immer ein gutes Zeichen. Und wenn Wale verkaufen, dann war es eigentlich immer historisch ein schlechtes Zeichen, weil dann sehen wir, okay, nachdem Wale verkaufen, haben wir noch so 2 bis 5, 6 Monate und dann ist quasi der Bullrun vorbei. Und was jetzt aber ganz, ganz interessant ist, jetzt hat auch Lynn Alden eine neue Studie rausgebracht, dass quasi Bitcoin zu 83% mit der globalen Liquidität korreliert. Und wenn wir halt jetzt schauen, und ich habe das auch gerade schon angesprochen gehabt, davor im Vortrag, wir sehen quasi die Geldschleusen, die öffnen sich überall. China öffnet, USA öffnet, Europa hat Geldpakete angepriesen. Das heißt, ist wirklich die globale Liquidität, ist es der entscheidende Faktor, wenn es um Bitcoin-Preissteigerungen geht? Glaube ich schon, ja. Also die Zinsen spielen ja nicht nur für Kryptoinvestoren eine Rolle, sondern eigentlich für sämtliche Investoren in diesen risikoreichen Assetklassen, egal ob das Immobilien sind, ob das Aktien sind oder. Bei Bitcoin bzw. Krypto generell kann man, glaube ich, sagen, dass es da nochmal eine etwas größere Auswirkung hat tendenziell. Und ich glaube schon, dass die Geldmengenausweitung, die zunehmende Geldmengenausweitung in Verbindung mit den sinkenden Zinsen, dafür sorgen wird, dass extrem viel Kapital gerade in Krypto fließen wird und vielleicht sogar auch sehr viel Kapital von anderen Assetklassen abgezogen wird, vor allem mit steigender Adoption. Ich meine, wir sind jetzt hier auf dem Event heute und man sieht, dass Bitcoin oder generell Krypto immer mehr in der breiten Masse auch ankommt. Und die Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln. Das heißt, dass, glaube ich, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren sehr, sehr viel Geld sowohl auf privater Ebene abgezogen wird von Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, vielleicht auch Aktien- und ETF-Sparplänen oder Depots, aber auch auf institutioneller Ebene,
ich habe es eben angesprochen, Bitcoin-Spot-ETFs sehen wir, dass beispielsweise Pensionsfonds mittlerweile investieren aus den USA. Staaten wie beispielsweise Bhutan, wo jetzt letzte Woche die Meldung kam, sehr, sehr aktiv im Mining-Geschäft schon seit Jahren drin sind. Also es tut sich einiges aktuell. Wie ist das jetzt, du hast schon angesprochen, quasi mit Pensionskassen. Das heißt, wir haben nicht nur Pensionskassen, wir haben auch Hedgefonds. Wir sehen jetzt mittlerweile, gibt es so eine Hedgefonds, die steht der 20 Top-Hedgefonds der Welt. Da haben irgendwie schon 8 eine Bitcoin-Allokation. Wir haben Pensionskassen, wir sehen BlackRock, große Vermögensverwalter, die jetzt nicht nur Bitcoin für ihre Kunden anbieten, sondern sogar in ihre eigenen Fonds Bitcoin hineinkaufen. Das heißt, wie ist das zu bewerten, dass wir extremes institutionelles Interesse jetzt da haben? Aber auf der anderen Seite wundere ich mich, dass der Bitcoin-Preis noch nicht so massiv steigt, weil, okay, wir haben das extreme institutionelle Interesse, müsste da eigentlich nicht der Bitcoin-Preis schon viel weiter fortgeschritten sein, schon viel weiter oben sein? Ja, ich glaube, wir hatten es ja auch eben hier in den eigenen Reihen, was wirklich den Bitcoin beflügeln würde, ist, wenn der Bitcoin-Preis steigt. Du hast es eben in deinem Vortrag gesagt, Bitcoin steigt, weil Bitcoin steigt. Und was wir sehen ist, ja, auf institutioneller Ebene sehen wir eine sehr, sehr große Adoption, beziehungsweise eine steile Adoptionskurve, aber auf privater Ebene sehen wir, dass da noch nicht das Interesse vorhanden ist, wie es im letzten Bullrun da war. Ne? Thema Google Trends, also wenn man das sich mal anschaut, kann jeder einfach mal gucken, wie oft wird ein bestimmtes Wort auf Google nachgesucht oder nachgeschlagen, und da sind wir wirklich auf dem Niveau, wo wir 2020 waren, zu Zeiten von Corona, wo der bei 3.000, 4.000 Dollar lag, beziehungsweise 3.000, 4.000 Euro. Und wenn es wirklich losgeht, dass der Nachbar von nebenan auch anfängt und sagt, boah, dieses Bitcoin, da muss ich jetzt auch irgendwie 100, 200 Euro reinstecken, dann, glaube ich, sehen wir diese extreme Kerze nach oben. Ja. Und wie ist so dein Szenario oder was sind so für mögliche Szenarien, die wir jetzt mal durchgehen können? Weil, okay, manche sagen zum Beispiel, okay, es kommt dann halt irgendwie 2025, dann haben wir noch das erste Quartal, das zweite Quartal und dann ist quasi Game Over. Manche, die reden jetzt quasi schon von den Superzyklus, ist das übertrieben? Ist so eine komplette Eskalation, ist es schon in diesem Zyklus möglich oder was brauchst du dafür? Müssen dafür Nationen Bitcoin kaufen? Muss der Dollar crashen? Wie ist so dein Base Case? Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir jetzt in einen Superzyklus kommen, aber auch da habe ich keine Glaskugel. Wenn wir so einen Superzyklus bekommen sollten, dann ist, glaube ich, grundlegende Prämisse dafür, dass wirklich Bitcoin auf Nation-State-Ebene ankommt. Das heißt, es muss irgendeiner der großen Staaten anfangen und den Vorhang quasi runterlassen und sagen, wir haben Bitcoin gekauft bzw. Bitcoin gemeint. Und dann rede ich nicht von einem kleinen Land wie Bhutan beispielsweise, oder auch nicht El Salvador, sondern wirklich vielleicht ein großer europäischer Staat, ob das jetzt Deutschland, Frankreich ist oder USA, Russland, China. Nur da ist natürlich die Frage aus spieltheoretischer Sicht, warum sollte das ein Staat tun? Und ein Staat würde das ja nur tun, wenn sie der Ansicht sind, okay, wir haben schon genug akkumuliert, beziehungsweise genug Bitcoin als Reserve. Denn eins ist klar, sobald es die USA oder China oder Bitcoin sagen würde, hey, wir haben hier Bitcoin in unseren Reserven, dann würden vermutlich ganz, ganz viele andere Länder auch anfangen, Bitcoin zu kaufen, was den Preis nach oben treiben würde. Und diese Spieltheorie hatten wir ja schon mal in einem vergangenen Interview. Derjenige, der es macht und als erstes publiziert, der gewinnt eigentlich, aber auch nur dann, wenn er schon genug Bitcoin hat. Weil zu diesem Bitcoin-Preis würde es dann nie mehr möglich sein, einzukaufen. Ja, das ist tatsächlich so das Ding. Und das gilt ja nicht nur auf Staatenebene, bei Firmen ist es tendenziell auch so. Die erste Firma, die irgendwie hier groß auf Bitcoin setzt, das war MicroStrategy. Und das wird wahrscheinlich auch schwierig sein, selbst wenn hier Apple in 2 Jahren kommt und die viel höhere Margen, viel höhere Marktkapitalisierung noch haben. Es wird schwierig sein, hier Michael Saylor quasi nochmal einzuholen. Und jetzt ist halt quasi, wir haben die ganzen Faktoren, die sehr, sehr positiv sind. Zum Beispiel, das ist auch das, worüber Michael Saylor spricht. Er sagt zum Beispiel 3 Faktoren. Wir brauchen die Bitcoin-ETFs, wir brauchen noch Fair Value Accounting und wir brauchen quasi jetzt noch, dass Banken Bitcoin in Self-Custody halten können. Alle 3 Faktoren sind jetzt erfüllt, um laut Michael Saylor hier die Wege offen zu machen für einen 5 Millionen Bitcoin-Preis. Aber was sind jetzt hier die Gefahren, die aktuell auf Bitcoin
zukommen. Was könnte Bitcoin quasi aktuell stoppen? Oder gibt es so Szenarien, wo du zum Beispiel siehst, die vielleicht sogar den Bullrun ausbremsen könnten? Weil wir haben zum Beispiel Rezessionsgefahren. Wenn wir gucken, alle Indikatoren sprechen tendenziell für eine Rezession. Auch zum Beispiel die Zentralbank in den USA, Jerome Powell, sagt, ja, alles ist cool, die Arbeitsdaten, sieht alles cool aus. Aber was machen sie? Sie machen keine leichte Zinssenkung, sondern sie machen eine krasse Zinssenkung. Und 50 Basispunkte senken sie die Zinsen. Das heißt, das, was sie reden und das, was sie machen, stimmt nicht wirklich miteinander ein. Das heißt, ganz oft haben wir auch gesehen, wenn so dramatische Zinssenkungen kommen, sehen wir 2008, was ist passiert? Finanzkrise, dramatische Zinssenkung. 2000er Dotcom-Bubble, was ist passiert? Dramatische 50 Basispunkte Zinssenkung. Corona-Crash, was ist passiert? 50 Basispunkte Zinssenkung. Und wir reden jetzt hier über den Pivot. Das heißt, wenn quasi das Zinsniveau sich ändert, das heißt, wir waren jetzt in einer Hochzinsphase, kommen jetzt von einer Hochzinsphase in eine Niedrigzinsphase. Wir haben jetzt quasi den Pivot gemacht. Und jedes Mal, wenn wir so eine dramatische Senkung hatten, ist davor quasi ein extremes Chaos-Szenario gewesen. Diesmal haben wir kein Chaos-Szenario, aber das deutet doch im Endeffekt schon darauf hin, dass die Leute wissen, wir sind kurz davor, gegen die Wand zu fahren und wir müssen jetzt quasi hier die Notfallleine ziehen. Ja, wie du es richtig gesagt hast, ich glaube, eine Rezession, die aus meiner Sicht auch immer noch nicht über den Berg ist, da bin ich voll und ganz bei dir, vor allem im Hinblick darauf, dass die Inflation dann wieder stark anziehen könnte, wenn die Zinsen senken oder fallen, besser gesagt. Das wäre auf jeden Fall ein Szenario. Was tendenziell auch bearish wäre, wäre natürlich, wenn irgendwas in Richtung Coinbase rauskommt mit den Spot-ETFs, dass da irgendwie Schundluder getrieben wurde. Auch wenn gerade, glaube ich, bei der SEC von, ich glaube, wie vielen Antragstellern, 40, 50 Leuten oder so, oder Parteien, quasi gefordert wurde, dass Coinbase innerhalb von 12 Stunden auf eine öffentliche Adresse die Bestände schicken muss, um quasi nachweisen zu können, okay, wir haben all unsere ausgegebenen, imitierten Bitcoin-Spot-ETF-Anteile auch tatsächlich mit Bitcoin gedeckt. Das wäre noch tendenziell so ein Risikofaktor. Was auch immer passieren kann, ist ein Hack von einer großen Börse. Sind wir, glaube ich, auch nie von befreit. Ob das jetzt Coinbase ist oder irgendeine andere. Das wäre auch tendenziell vielleicht nochmal so ein Rücksetzer. Also es muss schon alles perfekt laufen, damit wir, und ich tue mich schwer damit, konkrete Preisziele zu nennen, aber ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen. Es muss schon alles perfekt laufen, sowohl wirtschaftlich als auch, ich sag mal, in unserem Krypto-Mikrokosmos, dass wir Preise jenseits der 130, 140, 150.000 Dollar sehen. Das ist zumindest meine Meinung. Das heißt, 150 wäre dein Base-Szenario, was wäre dein Bull-Szenario? Nee, das wäre so mein Mid-Szenario, 150. Also ich würde sagen, Base, dieser Bullrun 120, 125 kann ich mir gut vorstellen. 150 mit und nach oben, um ehrlich zu sein, kann ich mir auch 200 vorstellen. Aber wie gesagt, das ist alles nichts wert. Das ist einfach nur mein Gefühl, was ich mir vorstellen könnte. Ich habe zum Beispiel vorher einen Kommentar an YouTube bekommen. Da hat zum Beispiel einer gesagt, okay, was wäre denn überhaupt, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt quasi eine Rezession, die auf uns zukommt, aber was wir sehen, ist quasi, dass der Kaugummi in dem System immer länger gezogen wird. Das heißt, wir führen dann noch CBDCs ein, wir drucken quasi noch mehr Geld, wir überdecken die Probleme und so weiter. Was wäre, wenn quasi die Rezession, und jeder weiß, so eine Rezession, die rollt eigentlich auf uns zu. Viele gehen dann vielleicht auch davon aus, wenn zum Beispiel jetzt die Rezession reinkicken würde, würde vielleicht der Bullrun ausfallen. Mhm. Aber vermutlich kommt dann vielleicht die Rezession erst nach dem Bullrun. Jetzt habe ich tatsächlich vorher die Theorie gehört, was wäre denn, wenn quasi nach dem Bitcoin-Bullrun, also sagen wir mal so in Q3 oder Q4 2025, wenn da die Alarmzeichen noch krasser wären und wenn quasi erst da dann komplett alle Regeln gesprengt werden. Das heißt, wenn dann wirklich erst wieder das QE anfängt, das heißt, momentan haben wir quasi Zinssenkungen, niedrigere Zinsen bedeutet billigeres Geld, aber wir haben jetzt noch kein QE. Das heißt, die haben schon noch ein paar Bazookas im Hintergrund. Das bedeutet, könnte es vielleicht sogar sein, dass wir einen längeren Zyklus sehen, wenn quasi die massiven Geldprogramme, die wir jetzt in den USA noch nicht sehen, wenn die quasi so weit nach hinten gezogen werden, dass die quasi vielleicht den Bitcoin-Zyklus verlängern könnten. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich meine, für all diejenigen, die wirklich immer ganz zyklusgetreu schauen, muss man ja dieses Mal auch sagen, dass der Zyklus zumindest nach der Aussage von einigen vorgeschoben wurde, oder? Also durch die Bitcoin-Spot-ETFs ist es auch tendenziell etwas nach vorne geschoben. Warum sollte es nicht durch externe wirtschaftliche Ereignisse auch etwas nach hinten geschoben werden? Kann ich mir alles vorstellen. Weil wir jetzt auch, also wir sind ja in einem ganz anderen
ganz anderen Zeitpunkt als 2020. Also die Adoption 2020 ist eine ganz andere, über die wir jetzt sprechen, 4 Jahre später. Das heißt, aus meiner Sicht haben wir ganz viele Variablen, die wir vorher überhaupt noch nicht hatten. Also wenn man vergleicht, keine Ahnung, 2016, 2020 und so weiter, das war mehr oder minder so die gleiche Zeit. Also es hat sich jetzt nicht unfassbar viel getan in der Zwischenzeit. Das heißt, die Zyklen waren aus meiner Sicht relativ vergleichbar. Aber jetzt haben wir halt so viele Komponenten, die völlig neu sind, wo ich dann auch sage, okay, es kann natürlich sein, dass der Zyklus nach hinten verschoben wird oder halt, wie ich eben schon gesagt habe, dass vielleicht auch ein Superzyklus kommt. Who knows? Das war auch immer, eigentlich in der Vergangenheit war das mit dem Superzyklus immer ein gutes Top-Signal. Im Moment, wenn die Leute angefangen haben, über Superzyklus zu reden, dann gab es noch 2 Wochen und dann war quasi der Bullrun vorbei. Und du musst es auf deinem YouTube-Kanal posten, damit du den richtigen Absprung schaffst, dann kannst du wieder günstig einkaufen. Ja. Ja, und was halt auch immer so ein Thema ist, das heißt, die Leute fragen sich immer, okay, bin ich jetzt quasi zu spät zur Party? Ist die Party wirklich schon vorbei? Und es gibt halt auch immer die Überlegungen, okay, wie viel Bitcoin braucht man wirklich? Das heißt, brauche ich 1 Bitcoin, brauche ich 10 Bitcoin? Und es hängt halt auch immer ab, okay, wie ist mein Anlagehorizont? Wenn mein Anlagehorizont quasi sehr, sehr lange ist, dann kann man vielleicht sagen, dann brauche ich vielleicht weniger Bitcoin. Wenn mein Anlagehorizont natürlich sehr, sehr kurzfristig ist, wenn ich zum Beispiel finanziell frei sein will, können wir auch gleich darauf eingehen, was finanzielle Freiheit, was das überhaupt bedeutet. Wenn mein Anlagehorizont sehr kurz ist, dann brauche ich vielleicht jetzt schon mehr Bitcoin. Aber wie hängt das zusammen? Die Anzahl der Bitcoin mit finanzieller Unabhängigkeit, mit finanzieller Freiheit, ich glaube, da hast du sehr, sehr interessante Sachen zu sagen. Ja, ich glaube grundsätzlich, das hatten wir auch gestern schon mal und hast du auch gerade angedeutet, finanzielle Freiheit definiert jeder für sich selber. Erstmal ganz grundlegend, ne? Finanziell frei kann man sein, entweder indem man viel Geld hat oder indem man wenig braucht. Ne? Gibt es ja auch Leute, sogenannte Frugalisten, die in Rente gehen mit 38 und wenn man die fragt, wie viel hast du denn angespart, dann sagen die 350.000. Warte, warte. Konfuzius sagt, reich ist nicht der, der viel hat, sondern der, der wenig begehrt. Genau, oder so, ja. Und von daher absolut, wie du sagst, völlig individuelle Frage. Der eine sagt vielleicht, hey, ich brauche ein großes Haus und einen großen Garten. Der eine ist zufrieden mit einer kleinen Wohnung. Das Spannende ist auch hier der Zeithorizont, weil wenn wir davon ausgehen und dem Glauben schenken, was du beispielsweise eben gesagt hast in deinem Vortrag, dann ist es so, dass Bitcoin das wertvollste Asset unserer Zeit ist, der Welt. Und rein theoretisch, und da gibt es ja auch so ganz coole Vergleiche, du hast es, glaube ich, besser im Kopf, wie viele Millionäre gibt es auf der Welt? 60 also, Millionen? Also es ist so, es gibt weltweit gibt es 60 Millionen Millionäre, so Pi mal Daumen. Es gibt aber 21 Millionen Bitcoin. Bedeutet, wenn wir das durcheinander teilen, dann haben wir irgendwie 0,3 Bitcoin pro Millionär, wenn wir eine Gleichverteilung haben. Und das also, bei 21 Millionen Bitcoin. Aber wir müssen bedenken, Michael Saylor hat schon über 200.000. Larry Satoshi hat über 1 Million. Ja, das heißt, es ist nicht realistisch, dass jeder Millionär 0,3 Bitcoin hat, sondern es ist realistisch, dass jeder Millionär weniger als 0,1, 0,5 oder irgendwas hat. Und das Ding ist halt auch, wenn wir mal davon ausgehen, okay, die Millionäre kommen jetzt hier auf den Geschmack und die wollen Bitcoin kaufen, die werden einem halt irgendwann alles von Bitcoin bieten. Die werden sagen, hier hast du mein Lambo, hier hast du meine Yacht, hier hast du mein Haus. Wenn die verstehen, was absolute Knappheit bedeutet, dann werden die auch nicht aufhören bei 1 Bitcoin. Die wollen mehr, die wollen 2 Bitcoin, die wollen 3, 4 Bitcoin. Das heißt, das ist quasi eine unglaubliche Kraft, die auf uns hier zukommt. Und es ist quasi wie so was Unsichtbares, das aber noch gar nicht wirklich greifbar ist, weil die meisten Leute wissen noch gar nicht, dass sie überhaupt Bitcoin brauchen. Das heißt, meiner These nach braucht jeder Bitcoin, aber viele haben es noch gar nicht verstanden, dass sie es brauchen. Genauso wie jeder das Telefon braucht oder jeder das Internet braucht oder nicht jeder braucht es, aber man hat halt sehr, sehr viele Vorteile, wenn man sich dafür öffnet. Und das ist halt der Megakatalysator, wenn die Michael Saylors, die jetzt noch kein Bitcoin haben, wenn die auch verstehen, sie brauchen auch Bitcoin. Oder so wie es Michael Saylor sagt, was passiert, wenn auf einmal morgen 10 Milliardäre auf die Idee kommen, Bitcoin zu kaufen, dann kannst du all deine Modelle in die Tonne kicken. Ja, das Lustige ist ja bei Bitcoin, und das ist das Schöne, man spricht ja bei Bitcoin von einer Graswurzelbewegung. Also eigentlich bei allen Vermögensklassen, die wir so auf der Welt kennen, ob das Gold ist, Immobilien sind, Aktien sind, kann man sagen, dass Reichtum immer erstmal oben anfängt. Ja? Also die, oder Cantillon-Effekt beispielsweise, diejenigen, die am nächsten an der zentralen Geldschöpfung stehen, die profitieren am meisten von diesem Effekt. Und dann kann man sich das vorstellen wie so eine Sektpyramide. Oben kippt man quasi den Sekt oder dann den Champagner rein und unten tröpfelt es dann einfach nur noch in die unteren Gläser. Und Bitcoin ist quasi auch in der Hinsicht das erste seiner Art, weil jeder Bitcoin kaufen kann.
Das Schöne ist, man wird nicht gezwungen, aber man kann es tun. Und da im Hinblick auf die Millionäre wollte ich noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Du hast es richtig gesagt. Jeder Mensch braucht Bitcoin, aber viele Menschen wissen noch nicht, dass sie Bitcoin brauchen. Und das ist ja auch logisch. Also wenn ich jetzt Millionär, Multimillionär, Milliardär bin von mir aus und das in einem Land wie hier in Deutschland oder in den USA oder whatever, dann geht es mir ja gut. Also ich kann die Lösung für ein Problem erst dann verstehen, wenn ich das Problem erkenne. Und wenn ich jetzt Milliardär bin, dann habe ich einfach nicht das gleiche Problem wie die Menschen in der Türkei, wie in Venezuela, wie in Argentinien, wo die teilweise abends in den Supermarkt rennen, um noch die letzten Lebensmittel zu bekommen, weil sie ganz genau wissen, morgen kann ich mir davon nicht mehr einen Fliegenschiss kaufen, von dem Papiergeld, was ich hier habe. Und dementsprechend sieht man halt auch eben, dass diese Adoptionskurve von Bitcoin generell genau bei den Ärmsten der Ärmsten ansetzt. Die Menschen in Nigeria, in der Türkei und in Venezuela verstehen dieses Problem. Und deshalb erkennen sie auch die Lösung für dieses Problem. Und das finde ich auch so bemerkenswert an dieser ganzen Geschichte. Es kommt nicht von oben nach unten, sondern das erste Mal von unten nach oben. Und jeder kann daran teilhaben und partizipieren, wenn er es dann möchte und versteht. Und das Spannende ist halt auch, das ist ja genau das Beispiel, das ich auch vorher gebracht habe. Wenn wir einfach gucken, verschiedene Technologien, da hat sich immer irgendwas komplett durchgesetzt. Zum Beispiel beim Licht war das dann halt das elektrische Licht. Keiner benutzt heute mehr Kerzen oder Fackeln oder Feuer. Und bei der Informationsübertragung war das halt einfach das Internet. Keiner benutzt mehr heute mehr Brieftauben oder Rauchzeichen. Und beim Vermögensspeicher ist es halt meiner Meinung nach Bitcoin. In Zukunft werden die Leute ihr Vermögen nicht mehr in Immobilien speichern. Momentan 60% monetäres Premium in den USA bei Immobilien. Das heißt, 60% der Immobilien werden nicht benutzt, um darin zu wohnen, sondern um darin Vermögen zu sparen, weil das Geld kaputt ist. Und wenn wir quasi davon ausgehen, dann können wir schon auch davon ausgehen, dass ein Großteil der Menschheit irgendwann mal Bitcoin benutzen wird. Entweder ob macht das freiwillig oder er wird quasi dazu gezwungen, weil einfach alle anderen um ihn herum das benutzen. Und wenn er das dann nicht benutzt, wenn er weiter in der Immobilie spart, dann hat er halt einen Nachteil, weil das Geld, das wird halt langsam umschiften von Immobilien in Bitcoin. Das heißt, wenn er in der Immobilie spart, dann wird er quasi weniger Ersparnis oder weniger Returns, weniger Gains haben, wie der in Bitcoin spart. Und dementsprechend können wir das ja auch mal runterrechnen. Das sind ja so Nummern, wo man dann runterrechnen kann. Das heißt, wenn wir 8 Milliarden Menschen haben, wir haben 21 Millionen Bitcoin, dann sieht die Nummer nochmal ganz anders aus. Dann haben wir nicht mehr die 0,3 Bitcoin pro Millionär, sondern dann haben wir 0,002625 Bitcoin pro Person. Und das sind dann nochmal ganz andere Nummern. Und klar, man kann jetzt sagen, okay, 1 Milliarde von den 8 Milliarden Menschen, die haben dann keinen Zugang zum Internet. Und das ist halt, sind übertriebene Zahlen. Aber wenn wir halt, weiß ich, uns das so anschauen, dann kannst du theoretisch jetzt mit 0,002625 Bitcoin, ich weiß jetzt nicht, wie viel das in Euro sind, sind es 100 Euro oder so, kann mir mal jemand kurz ausrechnen, dann kann man theoretisch mit 100 Euro jetzt schon krasser am Start sein, wie der Durchschnittsmensch überhaupt irgendwann es möglich hat. Ja, da sprichst du was Interessantes an, Thema Internetzugang, aber auch Thema Zugang zum Finanzsystem oder zu Bankkonten. Also wenn man aktuellen Studien glauben mag, dann haben rund 3 bis 4 Milliarden Menschen, also fast die Hälfte, überhaupt gar keinen Zugang zu traditionellen Finanzsystemen, was ja irre ist. Und das kann man sich hier als in Deutschland lebender Mensch überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, ja. Was auch spannend ist, weil wir jetzt gerade bei den ganzen Zahlen sind, wir wollen das ja mal ein bisschen durchgehen. Das ist auch, natürlich ist immer, kann man sagen, okay, die Zahlen und so, was sagen die mir jetzt? Aber das ist ja auch eine Art und Weise, wie man quasi die Knappheit von Bitcoin... 150 Euro sagt jemand. Ja. Gut geschätzt. Also mit 150 Euro kannst du quasi dir mehr Bitcoin jetzt kaufen, wie der Durchschnittsmensch überhaupt jemals erlangen kann. Und das ist quasi ohne verlorene Bitcoin. Das heißt, verlorene Bitcoin sind ja quasi nicht mit einberechnet und so weiter. Und was halt noch krass ist, wenn wir uns mal überlegen, am Tag werden momentan 450 Bitcoin ausgeschüttet. Und wenn wir die 450 Bitcoin durch die 8 Milliarden Menschen teilen, das heißt, nur die Bitcoin, die neu in Umlauf kommen, bedeutet das, pro Tag sind das 6 Satoshis, die du quasi brauchst, um mehr Bitcoin zu haben, wie der Durchschnittsmensch von neuen Bitcoin haben kann. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel jetzt einen Kaffee kaufst in Bitcoin oder auch in irgendwas anderes, die 3-4 Euro, das ist quasi eine ganze Jahresration, wo du dann quasi dir gesichert hast, dass du definitiv einen Vorsprung vor dem Durchschnittsbürger hast, weil jeder, der wo die Bitcoin nicht kauft, der ist dann quasi schlechter dran wie du. Das heißt, viele Leute denken dann, okay, ich brauche jetzt unbedingt 10 Bitcoin,
Aber theoretisch, wenn wir das uns so überlegen und auch mal überlegen, wie früh wir sind, klar brauchen wir dann auch einen längeren Anlagehorizont. Ich sage jetzt nicht, dass wenn du jetzt irgendwie das 6 Satoshis kaufst, dass du dann in 2 Jahren im Lambo rumfahren kannst. Das ist natürlich nicht. Aber da geht es einfach, sich klar zu machen, dass wenn du dir jetzt 6 Satoshis kaufst, dann hast du mehr als der Durchschnittsmensch heute an dem Tag überhaupt haben kann. Ja, würde ich zustimmen. Vorausgesetzt, man will dann den Lambo haben. Ja, absolut. Also man kann, das ist ja das Schöne, man kann ja schon mit kleinen Sparplänen anfangen. Das ist vielleicht auch eine interessante Frage. Ich meine, wir kennen jetzt nicht den Wissensstand von jedem Einzelnen, der hier sitzt, aber ich kriege tatsächlich häufig die Frage per DM gestellt auf Instagram, ja, ich würde gerne in Bitcoin investieren. Sag ich, ja toll, dann mach das doch, so eine super Sache, ja, monatlicher Sparplan. Dann sagt derjenige aber, ja, aber ich habe gerade keine 60.000 Euro. So, das heißt, das ist ja noch nicht, also du musst ja keinen ganzen Bitcoin kaufen. Du kannst ja, wie du richtig sagst, Satoshis, die Untereinheit, bis zu 100 Millionen Sets, kann man ja quasi einen Bitcoin dividieren oder aufteilen. Du kannst quasi Satoshis sparen jeden Monat. Ne? Also ganz normal, so wie du in ETFs sparen kannst, ab einem Euro bei Trade Republic oder keine Ahnung wo, kannst du genauso gut auf sämtlichen Kryptobörsen für ein paar Euro Bitcoin sparen. Ja. Und was halt auch ultra interessant ist bei Bitcoin, da kennen wir quasi den Ausschüttungsplan. Das heißt, bei unserem normalen Fiat-Geld, beziehungsweise das ist nicht normal, das ist eigentlich abnormal, das Normale ist eigentlich Bitcoin und das andere ist eigentlich das Abnormale. Also sagen wir mal, bei unserem abnormalen Fiat-Geld, da haben wir quasi gar keine Transparenz. Das heißt, wir wissen nicht, gibt es jetzt in 10 Jahren doppelt so viele Euros, dreifach so viele Euros, vierfach so viele Euros. Bei Bitcoin, da wissen wir das ganz genau. Da können wir in den Ausschüttungsplan schauen. Momentan sind es 450 Bitcoin quasi pro Tag. Vor 4 Jahren waren das 900 Bitcoin. Und dann, wenn das nächste Halving ist, in knapp 3,5 Jahren oder so, sind es halt dann 450 geteilt durch 2. Ja, und jetzt, was jetzt halt ganz, ganz spannend ist, wir können jetzt mal wirklich in die Zukunft gehen. Das heißt, wenn wir jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft gehen, im Jahr 2044, das ist das erste Jahr, wo quasi weniger wie 0,1 Bitcoin pro Block ausgeschüttet wird. Das sind irgendwie 0,097 irgendwas Bitcoin. Das heißt, wir können ja auch mal die Perspektive annehmen. Zum Beispiel heute ist zum Beispiel ziemlich schwierig, eine ganze Blocksubvention zu haben. Weil wenn wir heute eine ganze Blocksubvention haben wollen, 3,25 Bitcoin, dann brauchen wir schon ja, 3,25 mal 60 oder 70.000 US-Dollar. Das sind dann auf jeden Fall... Also 180.000, ja, mal Daumen. Ja. 200.000, wenn das Video veröffentlicht wird. Dollar, ja. Ja, sagen wir mal so 150 bis 200.000, je nachdem, wo gerade der Bitcoin-Preis ist. Das ist, sag ich mal, für die meisten Leute in Deutschland nicht mehr erschwinglich. In der Schweiz, die haben noch ein bisschen höheres Gehalt, da vielleicht noch für den einen oder anderen, aber definitiv eher Upper Class. Also die meisten, sagen wir mal, 90% der Leute werden es nicht schaffen. Aber wenn wir jetzt einfach sagen, okay, ich kann mir jetzt nicht 3,25 Bitcoin leisten, aber ich habe noch ein bisschen mehr Zeit am Start. Ich habe zum Beispiel 20 Jahre Zeit und muss auch in den 20 Jahren nicht an die Bitcoin ran, dann reicht mir jetzt theoretisch 0,1 Bitcoin, ich warte 20 Jahre und habe quasi eine komplette Blockausschüttung. Und wir müssen dabei bedenken, momentan ist das so, die Bitcoin-Miner weltweit, die battlen sich quasi, wer den nächsten Bitcoin-Block findet. Das heißt, es sind Bitcoin-Miner hier in Peru, in Paraguay, in Chile, in China, in Japan, USA, überall battlen die sich und die Hashrate steigt die ganze Zeit. Das ist auch spannend. Hashrate ist Rechenleistung. Genau, die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, der Bitcoin-Preis, der ist sehr volatil. Aber die Hashrate, die kennt eigentlich nur einen Weg und der ist nach oben. Auch im Bärenmarkt sind wir die ganze Zeit nach oben gestiegen. Und deshalb können wir auch davon ausgehen, dass in 20 Jahren die Hashrate nicht ein Doppeltes sein wird, sondern wahrscheinlich ein Vielfaches von dem, was wir heute haben. Und wie massiv ist es, wenn wir jetzt hier irgendwie mit 6.500 Euro hier 0,1 Bitcoin kaufen, wir warten 20 Jahre, haben dann eine komplette Blockausschüttung und die ganze Welt bettelt sich jetzt quasi um die 0,097 Bitcoin, nee, 0,097 irgendwas Bitcoin. Also das ist einfach gigantisch, wenn man sich das überlegt. Klar muss man hier ehrlicherweise dazu sagen, die Miner verdienen dann wahrscheinlich auch mehr von den Transaktionsgebühren, weil die sich über Transaktionsgebühren und Blockausschüttungen finanzieren, also beides zusammen. Aber das ist halt einfach ultra gigantisch, wenn man sich das überlegt, was Bitcoin plus eine gewisse Zeit plus die bullische Preisprognose, was das eigentlich bedeutet. Ja, das ist ja eigentlich das, was wir auch eben schon mal kurz angeschnitten hatten. Ne? Also, dass Bitcoin wieder zum Sparen anregt. Und da finde ich auch besonders spannend das Thema Zeitpräferenzen. Ne? Also unser Fiat-Geldsystem, egal ob Euro, Dollar, Yen, fördert einfach hohe Zeitpräferenzen. Das heißt,
ich kriege heute Gehalt und bin mehr oder weniger ja schon gezwungen, es morgen auszugeben, weil ich weiß, ich kriege morgen dafür weniger. Das heißt, ich werde zu unnötigem Konsum angeregt und kaufe mir dann irgendeinen Schwachsinn, tendenziell eher. Da werden wir vielleicht gleich dann noch in meinem nächsten Vortrag mit Stefan zusammen eingehen. Aber deshalb finde ich auch Bitcoin so spannend und Abo hat es eben perfekt gesagt. Bitcoin ist multidisziplinar. Und da kann man eigentlich auch perfekt den Bogen zur Umwelt spannen. Ne? Wird ja häufig gesagt, Bitcoin ist eine Umweltsau. Wenn man jetzt davon ausgeht, man kauft jetzt 0,1 Bitcoin für knapp 6.000 Euro und sagt, hey, ich gebe die jetzt nicht für einen Urlaub aus oder für irgendeinen Schwachsinn oder für eine neue Fernsehanlage mit Dolby Surround System, sondern kaufe mir davon einen Bitcoin, dann habe ich in 20 Jahren tendenziell viel mehr Kaufkraft davon. Und genau dieses Prinzip, also diesen unnötigen Konsum oder vielleicht generell Konsum in die Zukunft zu verschieben, wäre auch tatsächlich ein Schlüsselfaktor für die Energiewende. Ja? Wie viel wird heute, wie viel Schlechtes wird heute der Umwelt angetan, weil wir zu viel konsumieren, weil wir überkonsumieren? So, und wenn wir wieder ein Spargut haben, beziehungsweise ein Medium haben, was unsere geleistete Arbeitszeit gerecht speichert, dann bin ich halt auch nicht mehr gezwungen, mein Geld unnötig auszugeben, weil ich weiß, ich habe tendenziell in der Zukunft mehr davon. Das müssten wir mal Robert Habeck erzählen, aber ich weiß nicht, ob du das kapierst. Und jetzt ist auch interessant, weil das ist ja genau das Ding, das heißt, Bitcoin schafft bessere Anreize und das, was wir momentan probieren, ist quasi durch Verbote unser System irgendwie zu optimieren, aber das ist halt immer gescheitert. Verbote klappen nie. Ja. Der Mensch ist einfach ein egoistisches Schwein, es ist einfach so. Ja, jeder Mensch ist egoistisch, da ist aber eigentlich erstmal überhaupt nichts Verwerfliches dran und Menschen werden immer das nutzen, was am bequemsten für sie ist, was am günstigsten ist, bequemsten ist und einfach am leichtesten für sie ist. Ob das jetzt gutes Beispiel, kann man sich jetzt darüber aufregen und anderer Meinung sein, aber Inlandsflüge in Deutschland. Ja, fair enough. Dann müsste man aber dafür sorgen, dass die Bahn halt mal funktioniert. So, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, von München nach Berlin zu fliegen oder mit dem Zug zu fahren, dann fliege ich mit dem Flugzeug, gebe ich ganz offen zu. Weil ich mir einfach diesen Stress nicht antue. Gut, je nachdem, es kann auch Klimakleber auf der Landebahn kleben, dann bin ich auch zu spät. Aber es braucht einfach eine funktionierende Technologie oder eine funktionierende Dienstleistung. Und dann wird sich der Mensch ganz freiwillig dafür entscheiden und nicht aus Zwang. Verbote und Zwang funktionieren nicht. Ich meine, das Gleiche gilt auch, warum muss die EZB Bitcoin schlecht reden? Wenn sie so ein gutes Produkt haben, dann würden die Leute es ja freiwillig benutzen. Wenn Deutschland wirklich so geil, so ein geiles Land ist, dann würden die Leute ja hier, okay, sie wandern ja ein, aber jetzt nicht unbedingt die Leute, die gebildet sind und Kohle haben, sondern es kommen halt Leute, die quasi keine Kohle haben und die Leute, die Kohle haben, die gehen aus dem Land raus. Aber wenn quasi das so ein geiles Land ist, und wir sehen es ja, es gibt ja auch Hotspots, wo die Leute quasi hingehen und sagen, hey, ich will hier meine Millionen, meine Milliarden, die will ich hier hinbringen, ich will hier mein Unternehmen aufbauen, ich will hier auch meine Awareness hinbringen. Und genau das Gleiche ist ja auch mit dem Geldsystem. Wenn die sagen würden, okay, der Euro ist so geil, dann nehme ich hier meine Yen und packe die alle in den Euro, weil das ist so geil, oder ich nehme meine Dollars, packe alle in den Euro. Aber wir sehen ja quasi genau das Gegenteil. Die Leute müssen unsichtbare Mauern aufbauen und das passiert territorial in Deutschland mit Wegzugsbesteuerung, mit Entstrickungssteuer, genauso aber auch im Eurosystem, also der Währung vom Euro. Da gibt es natürlich auch, es gibt jetzt noch keine Kapitalkontrollen hier, vielleicht, aber das ist das Nächste, was kommen wird. Vielleicht können wir darauf mal ganz kurz eingehen, um dieses Beispiel oder diese Absurdität einfach mal klar zu machen. Wer hat schon mal von der Wegzugsbesteuerung gehört? Okay, einige. Für die, die nicht wissen, worum es geht, Paragraph 6 Außensteuergesetz, es geht darum, wenn du eine Kapitalgesellschaft hast hier in Deutschland, zu der du zumindest mit 1% beteiligt bist, dann musst du bei Wegzug, das heißt, wenn du raus aus Deutschland gehst, auf einen fiktiven Veräußerungserlös Steuern zahlen. Das heißt, das Finanzamt tut so, als hättest du deine GmbH oder deine Kapitalgesellschaft, kann auch eine AG sein, whatever, die tun so, als hättest du die verkauft und dann wird mit einem Multiplikator, einem Faktor von 13,75, dein Gewinn multipliziert und darauf zahlst du dann Steuern, obwohl du deine GmbH gar nicht verkauft hast. Also das nur als Beispiel. Ja. Das ist ein bisschen viel mit dem. Und das ist halt im Endeffekt genau das. Und früher waren halt die Mauern, die waren halt sichtbar. In der DDR, da hatte man eine sichtbare Mauer und die war da halt. Und wenn du da drüber gegangen bist, dann würdest du, ich weiß nicht, abgeschossen oder was weiß ich, was passiert ist. Und heutzutage sind halt diese Mauern unsichtbar. Und da gibt es halt immer mehr solche Dinge, wie du quasi festgehalten werden sollst. Und du wirst quasi festgehalten an Dingen, die nicht gut für dich sind. Zum Beispiel halt der Euro. Und das, was wir halt immer gesehen haben, zum Beispiel, wenn wir so ein hyperinflationierendes System haben, das Erste, was passiert,
es wird halt zum Beispiel so Propaganda gemacht, ja, das ist sicher, der Euro ist sicher, macht euch keine Sorgen. Dann das Nächste, was passiert, der Euro entwertet, weil natürlich Geld gedruckt wird. Dann gibt es Preiskontrollen im Supermarkt, dann sagen die auf einmal, okay, du darfst jetzt deinen Apfel nicht mehr teurer verkaufen wie 3 Euro. Was passiert dann, wenn es Preiskontrollen gibt? Dann geht die Wirtschaft noch mehr an den Arsch, weil auf einmal lohnt es sich nicht mehr, Apfelbauer zu sein, weil die Apfelpreise begrenzt sind. Also gehen die ganzen Apfelbauer in ein Land, wo es keine Preiskontrollen gibt. Das Land fährt noch mehr gegen die Wand. Und wenn jetzt die ganzen Apfelbauer abhauen wollen, machen sie quasi Kapitalfluchtkontrollen, so wie es in China ist. Da darf man nur 50.000 US-Dollar im Gegenwert quasi pro Jahr außerhalb vom Land schaffen. Und das sehen wir quasi, dass so zuerst, okay, das Marketing, dann kommen dazu quasi die Preiskontrollen und nachher kommen die Kapitalfluchtkontrollen. Und irgendwann bist du dann quasi in einem System gefangen und kommst auch sehr, sehr schwierig wieder raus. Und deshalb sagen ja auch viele, okay, man muss hier ein bisschen vorausschauen, sich zumindest mal ein bisschen international aufstellen, diversifizieren, verschiedene Standbeine, es zumindest im Kopf haben. Und Bitcoin ist halt hier eine Lösung, weil bei Bitcoin, da können sie halt nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt hier Kapitalflucht und du kannst jetzt hier keine Bitcoin mehr ins Ausland transferieren. Das wird halt sehr, sehr schwierig. Ja, wie du es gesagt hast, ne? Eigentlich muss man sich eine ganz einfache Frage stellen. Wir haben eigentlich einen mehr oder weniger freien Markt für alles, auch wenn wir immer mehr planwirtschaftliche Tendenzen haben. Aber ich kann mir frei aussuchen, die Schuhe sind von Zara, das Mikro hier ist von Rode, das Licht ist vielleicht vom Ikea, I don't know. Wir können alles frei aussuchen, außer beim Geld. Wir haben keine freie Wahl beim Geld. Wir können nicht bestimmen, ob wir mit Euro, Dollar, Yen, Bitcoin oder mit was auch immer unsere Steuern zahlen. Wir sind gezwungen damit, in Euro unsere Steuern zu zahlen. Wir können uns alles auf dieser Welt aussuchen. Wir haben für alles einen freien Markt. Warum dann nicht für Geld? Und das ist das Absurde. Und wenn man darüber mal nachdenkt, dann ist man, glaube ich, schon relativ weit im Rabbit Hole. Ich glaube, man muss es ein bisschen relativieren. Also wir haben nicht für alles einen freien Markt. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen übertrieben. Also wenn wir mal gucken, zum Beispiel, es gibt ja auch teilweise schon Mietpreisdeckel und dann werden irgendwelche... Ja, aber ich meine damit, du kannst dir aussuchen, in welcher Stadt du lebst als Beispiel. Du hast schon Freiheit in den meisten Dingen. Ne? Ja, natürlich. Okay, und jetzt ist auch spannend, zum Beispiel, du hast dich mit der 4% Entnahmeregel beschäftigt. Das ist so ein Boomer-Konzept, sage ich einfach mal. Das sagen auch manche Leute, das würde mittlerweile nicht mehr wirklich funktionieren. Früher hat es funktioniert, mittlerweile würde das nicht mehr funktionieren. Kann man sowas auf Bitcoin anwenden und was bedeutet 4%-Regel? Die 4%-Regel besagt eigentlich nichts anderes, als dass ich quasi sage, okay, ich gehe in Rente, ich habe einen gewissen Betrag angespart, von dem ich ausgehe, dass der reicht, wenn ich jedes Jahr 4% entnehme, ohne quasi da an den Kapitalstock dran zu gehen. Also als Beispiel, ich habe jetzt irgendwie 1 Million Euro im Aktienportfolio und sage, ich habe ein Dividenden-ETF-Portfolio und ich kriege 4% Dividendenrendite. Das heißt, es wären 40.000 Euro. Gut, dann müsste man nochmal Abgeltungssteuer abziehen. Aber wir vernachlässigen das jetzt einfach mal fürs Beispiel. Dann hättest du 40.000 Euro, von denen du jährlich leben kannst, mit dieser 4% Entnahmeregel. Oder selbst wenn du 4% vom Kapitalstock nehmen würdest, dann macht der ETF 8% Rendite und dann alles gut so. Und wichtig da ist natürlich, dass zum einen, wenn du diese 4% jährlich entnimmst, du hast natürlich nicht jedes Jahr die gleichen Renditen. Da spricht man vom sogenannten Rendite-Reihenfolgerisiko. Das heißt, es kann mal sein, dass du in einem Jahr 4% entnimmst, wo du aber schon 30% im Minus bist. Und das wiegt dann umso mehr. Das heißt, du hast im Best Case ein Asset, was über außerordentlich gute Renditen erzielt. Und das wäre natürlich mit Bitcoin möglich. Also wir hatten es ja eben hier, es war jetzt komisch, weil ich da hingezeigt habe, wo das Ding oben ist. Ne? Für alle, die es im YouTube-Video sehen. Aber du hast es ja eben aufgezeigt, wo so die durchschnittlichen Renditen die letzten Jahre lagen. Und da hättest du locker diese 4%-Regel anwenden können und wärst wahrscheinlich trotzdem noch sehr gut im Plus. Und das, was man sich dann halt quasi fragen muss, okay, wie viele Bitcoin brauche ich? Und das kann man sich im Endeffekt einfach ausrechnen. Man kann zum Beispiel einen Bull Case, einen Bear Case und einen Base Case durchgehen. Das heißt zum Beispiel, der Bull Case wäre, Bitcoin hat durchschnittliche Renditen für die nächsten 20 Jahre von 50%. Der Base Case wäre die nächsten 20 Jahre im Durchschnitt 20% und der Bear Case wäre dann halt bloß 5%. Und dann kannst du halt ausrechnen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen ganzen Bitcoin. Wie lange muss ich dann warten, bis ich quasi nur aus dem einen Bitcoin heraus leben kann? Und dann musst du quasi für ein Szenario entscheiden. Zum Beispiel, wenn du sagst, du bist sehr bullish unterwegs, du gehst davon aus, dass Bitcoin in den nächsten 20 Jahren im Durchschnitt 50% macht,
dann reicht dir vielleicht der Bitcoin jetzt schon. Dann kannst du jetzt quasi schon anfangen, ohne zu arbeiten, quasi nur aus dem einen Bitcoin zu leben. Exakt. Wenn du da immer nur 4% entnimmst. Wenn du aber davon ausgehst, dass Bitcoin nicht 50% im Jahr steigt, sondern Bitcoin nur 20 oder bloß 10% steigt, dann musst du wahrscheinlich mit dem Bitcoin noch vielleicht 5 oder 6 Jahre warten, bis du anfangen kannst, an den Bitcoin ranzugehen. Exakt. Oder im Zweifel mehr Bitcoin haben, ja. Ja, genau. Und dann ist halt auch interessant jetzt, wie ist Bitcoin zu sehen im Verhältnis zu anderen Vermögenswerten? Du hast schon angesprochen, dass quasi Bitcoin monetäre Power aus anderen Vermögenswerten herausziehen wird. Das ist ja auch genau die These, die ich vorher schon aufgestellt habe. Wenn Bitcoin hier der überlegene Vermögensspeicher ist, dann wird sich sehr wahrscheinlich irgendwann früher oder später hier das meiste Kapital ansammeln, weil das immer so bei Technologien war. Heute reitet auch niemand mehr mit dem Pferd, sondern alle benutzen das Auto. Heute benutzt niemand mehr Rauchzeichen, sondern alle benutzen das Internet. Heute benutzt niemand mehr Fackeln, sondern alle benutzen das elektrische Licht. Das heißt, was würde das für Bitcoin bedeuten? Ja, da müssen wir eigentlich mal einen Blick auf die verschiedenen Marktkapitalisierungen der Assets werfen. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt als Beispiel Immobilien nimmt, wir haben weltweit rund 300 Trillion in Immobilien, 300 Trillion Dollar. So, und Bitcoin ist bei einer, Pi mal Daumen, glaube ich, ne, von der Market Cap. Ja, und wenn man sich da alleine, oder vielleicht im Vergleich zu Gold, Gold liegt bei 13, also wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin alleine Gold überlegen ist, dann wären wir bei einem Bitcoin-Preis von 650.000, 700.000 Euro knapp. Ja? Und allein das halte ich für sehr realistisch, aber ich sehe auch da tatsächlich keine Grenze. Also ich sehe nicht das Szenario, dass Bitcoin langfristig Gold überholt und dann da irgendwo sein Plateau erreicht hat. Ich glaube, dass da noch deutlich mehr drin ist und dann bewegt man sich halt relativ schnell. Da muss man aber aufpassen, weil das halt für die Menschen utopisch klingt, die sich nicht damit richtig befassen oder halt sich das einfach noch nicht vorstellen können. Dann liegt Bitcoin tatsächlich bei 1 Million oder 1,5 oder 2. Mhm. Halte ich auf jeden Fall für möglich. Und kann man sogar noch weitergehen und sagen, okay, Bitcoin ist nicht bei 1 Million, weil viele denken ja zum Beispiel auch, okay, ich warte jetzt halt 5 Jahre und dann ist Bitcoin bei 1 Million und dann verkaufe ich. Aber das ist ja im Endeffekt genau der Fehler, den viele Leute machen, weil bei 1 Million wird der Bitcoin nicht aufhören zu steigen. Das heißt, bei 1 Million geht es ja weiter. Bei 10 Millionen wird Bitcoin auch nicht aufhören zu steigen. Und bei 20, 30, 40 Millionen wird der Bitcoin auch nicht aufhören zu steigen. Klar, an sich natürlich stimmt das, was du sagst. Man muss sich halt auch nur fragen, was ist dann 1 Million noch wert? Oder was ist tendenziell in 20 Jahren 5 Millionen noch wert? Das hat halt alles was damit zu tun, wie inflationiert unsere heutigen Währungen sind. Also was bringt es mir, wenn Bitcoin auf dem Papier 1 Million Euro wert ist, aber 1 Million Euro hat eine Kaufkraft, für eine Cola Zero oder so am Automaten, jetzt überspitzt gesagt. Ja? Es kommt natürlich immer darauf an, wie die Kaufkraft zu dem Zeitpunkt aussieht. Wir haben jetzt sehr viel über so Bull-Szenarien geredet. Hast du so ein apokalyptisches Szenario für den Euro oder den Dollar? Wie siehst du das? Wie wird das quasi weitergehen? Weil, okay, wir haben quasi Bitcoin, der immer weiter steigt, aber wir haben halt quasi oft auf der anderen Seite quasi die Abwertung Fiat-Währungen. Das heißt, meistens die Bitcoiner, die sagen, okay, der Dollar hätte eigentlich schon längst crashen müssen. Aber wir sehen es doch nicht, dass es sich doch irgendwie lange, ja, einfach der Kaugummi, der sich immer weiter in die Länge zieht. Wir haben jetzt irgendwie 35 Billionen schon easy geknackt. Wir sind 125% Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Alle 3 Sekunden kommen nochmal hier, was waren das? Alle kommen 300.000 US-Dollar dazu. Das heißt, alle 3 Sekunden, quasi wie ein Lambo, den man einfach ins Wasser reinschmeißt. Das heißt, zum Beispiel Lynn Alden sagt auch immer, die ich wirklich schätze, eine Makroanalystin, die sagt quasi, den Zug kann man nicht mehr stoppen. Das ist wie ein Zug. Der wird immer fetter, der wird immer größer und der fährt einfach weiter, der reißt alles mit sich und der Zug, der ist quasi nicht mehr zu stoppen. Aber wann wird der Zug quasi crashen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das kann keiner sagen. Ich sehe das auch nicht ganz so dramatisch wie die ganzen Crash-Propheten. Damit tue ich mich so oder so immer schwer. Natürlich ist das System absolut marode, aber ob der Dollar jetzt 5, 10 oder sogar noch 50 oder 100 Jahre besteht, who knows? Das ist ja auch das Schöne an Bitcoin, was ich anfangs gesagt habe, du kannst dir parallel quasi einen anderen Weg, du kannst parallel einen anderen Weg gehen, kannst dir etwas anderes aufbauen und was dann passiert im anderen Geldsystem, das ist vollkommen egal. Es ist tatsächlich ja eher sogar so, dass ein sehr rapider Abfall oder ich sag mal ein super Apokalypsen-Szenario eher
schädlich wäre für uns Menschen. Ja? Stell dir mal vor, alles kollabiert, Euro, Dollar, bürgerkriegsähnliche Zustände. Was passiert mit der Polizei? Wer zahlt die Polizei? Wer zahlt die Feuerwehr und so weiter? Also von heute auf morgen ein Bitcoin-Standard ist auch nicht wünschenswert. Also ich glaube, dass wir aktuell auf einem richtig guten Track sind, dass quasi die Adoption immer weiter voranschreitet. Bitcoin, bevor es als weltweites Zahlungsmittel fungiert, erstmal als Wertespeicher fungiert, damit die Menschen erstmal da das Vertrauen drin haben. Das ist ja auch einer der Eigenschaften, die ein gutes Geld ausmacht. Erst als Wertespeicher und dann immer mehr als Zahlungsmittel. Und so eine Hauruck-Aktion oder so ein Apokalypsen-Szenario, das wäre eh nicht wünschenswert. Für keinen, auch nicht für die Bitcoiner. Natürlich wäre es nicht wünschenswert, aber das, was ich halt zum Beispiel interessant finde, wenn wir mal so schauen, wir hatten ja schon so verschiedene Finanzkrisen. Zum Beispiel 2008 war das dann halt der Immobilienmarkt, der dann quasi die Finanzkrise ausgelöst hat. Und das hat dann quasi Wellen geschlagen. Aber mittlerweile ist es halt so, der Immobilienmarkt ist aufgeblasen, der Aktienmarkt ist aufgeblasen, der Anleihenmarkt ist extrem aufgeblasen und wir hatten quasi noch, also der Anleihenmarkt ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer wie der Immobilienmarkt, der ist ja quasi auch weltweit viel, viel anders verstrickt wie der Immobilienmarkt. Es ist ja auch so, die USA tut sich extrem schwer, noch ihre eigenen Anleihen zu verkaufen, weil quasi niemand mehr den, ich sage jetzt einfach mal, Spot will. Wir haben es auch gesehen, wo die Zinsen erhöht wurden, waren auf einmal die ganzen Anleihen nichts mehr wert. Und was muss man dann machen? Man muss dann quasi Pensionskassen oder irgendwelche anderen Leute dazu zwingen, hier quasi die Staatsanleihen zu kaufen, weil sonst niemand mehr will. Und das ist halt schon was ich sehe, wo wir quasi schon auf einem ganz anderen Niveau sind, wie auch bei anderen Finanzkrisen. Weil bei anderen Finanzkrisen, wenn wir auch mal schauen, die Bailouts waren verhältnismäßig klein. Die Bailouts, die werden exponentiell immer größer. Das, was quasi in der Finanzkrise der komplette Bailout gekostet hat, das machen wir jetzt irgendwie in einem Monat an neuen Schulden oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen stimmen, aber so viel. Ja, ich glaube, war es nicht so, dass alle 100 Tage eine zusätzliche Billion an Schulden dazukommt in den USA? Ja, alle 3 Monate, das müsste. Ja, also 100 Tage, ja, passt, ja. Ja, genau. Ja, genau. Und das heißt, Schuldenwachstum ist halt nicht linear, sondern ist halt exponentiell. Und wenn ihr jetzt noch Bitcoin kaufen wollt, dann schaut gerne mal bei 21 Bitcoin vorbei. Der einfachste Weg, um in Europa Bitcoin zu kaufen, mit dem Code BITCOINHOTEL bekommt ihr noch bis zu 20% auf die Gebühren beim Kauf von Bitcoin. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung einen Link zu 21 Bitcoin. Und deshalb sage ich mal, das ist ja immer das Ding. Da hast du aber natürlich auch so einen Bias, weil wenn du dich damit beschäftigst, dann gehst du natürlich eigentlich immer schneller von dem apokalyptischen Szenario aus, aber das täuscht halt, weil die Zentralbanken dann doch wieder irgendwelche Manöver sich einfallen lassen und das finde ich spannend, dass die da so kreativ werden, wenn es darum geht, irgendwie was Gutes zu tun oder vielleicht, ja. Wie wendest du eine Rezession ab? Du änderst einfach die Definition einer Rezession. Das ist ganz einfach. Das ist genau das Gleiche wie mit den Warenkörben, die wir eben hatten bei der Inflation. Wie kannst du die Inflation bekämpfen, indem du ständig die Warenkörbe änderst? Das ist nichts anderes mit einer Rezession. Du veränderst einfach die Definition. Was ist eine Rezession? Ja, ist auch ein dehnbarer Begriff. Das ist auch genauso wie zum Beispiel, wir machen Reichensteuer. Da tun wir nur die Superreichen besteuern. Aber wenn du das Geld immer weiter inflationierst, wird mit der Reichensteuer auf einmal jeder besteuert. Weil einfach du in der Progression so weit nach oben rutschst. Und das verstehen ja viele Kalte Leute. Progression, ja. Genau, und das verstehen ja viele Leute nicht, dass eine Reichensteuer auch bedeutet, dass du als Straßenbettler selbst davon betroffen bist. Weil auf einmal geht die Innovation aus dem Land, das Land kackt ab. Auf einmal wird es noch schlimmer, dann gibt es noch mehr inflationäre Tendenzen und irgendwann überinflationiert das Geld und selbst der Straßenbettler muss Reichensteuer zahlen. Ja, auch das wird ja teilweise dann in den ganzen Statistiken so verschwiegen, kann man sagen. Ja, also dann wird beispielsweise gesagt, okay, wir hatten jetzt eine durchschnittliche Inflation von mir aus 6%, aber Löhne und Gehälter sind ja auch um 5% gestiegen, das heißt eine Realinflation von 1%. Ja, aber parallel müsste der deutsche Staat ja eigentlich auch die Steuersätze an die Inflation anpassen. Tut er aber nicht. Das heißt, du hast jetzt vielleicht vorher, weiß ich nicht, 58.000 verdient und verdienst jetzt irgendwie 63.000. Ich weiß nicht, ab wann der Spitzensteuersatz genau losgeht. Haben wir einen Steuerberater hier zufällig? Nicht, okay. Was um die 64.000? 64.000 hätte ich auch gesagt. Ich glaube 63.700 circa. So. Okay, der ist progressiv. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Das heißt, der Steuersatz steigt ja auch mit deiner Gehaltssteigerung. Das heißt, du hast unterm Strich trotzdem noch weniger.
Und was du auch nicht berücksichtigt hast, das ist sogar noch krasser, weil die technische Deflation hast du jetzt noch gar nicht mit einberechnet. Jo. Das heißt, in einem freien Markt müssten eigentlich Güter und Produkte nicht teurer werden, sondern müssen immer günstiger werden. Weil es wird immer einfacher, durch Produktivität und durch technischen Fortschritt Häuser zu bauen. Medikamente müssten theoretisch auch billiger werden oder dein Essen müsste auch billiger werden, weil es immer einfacher wird, Zeugs anzubauen oder es wird immer einfacher. Ja, oder auch im Supermarkt. Ja. Du hast mittlerweile tausende Selbstbedienungskassen. Du sparst dir teures Personal ein. Das ist natürlich nicht, kann man jetzt nicht monokausal darauf zurückführen, dass jetzt deswegen nur die Preise sinken müssten. Aber es gibt auf jeden Fall diesen technologischen Fortschritt, der dann eigentlich deflationäre Tendenzen hat. Also es müsste definitiv eigentlich immer günstiger werden. Genau das Gleiche sehen wir ja beim iPhone. Das iPhone ist, würde ich sagen, eines der besten Beispiele. Das hast du ja, glaube ich, auch eben in deinem Vortrag genannt. Eigentlich müsste der Preis eines iPhones, wenn man jetzt mal 10, 20 Jahre zurückrechnet, bei 30.000, 40.000 Euro liegen. Jetzt fragt man sich, ja, wieso das denn? Du hast mittlerweile in diesem iPhone eine fucking hochauflösende Kamera. Du hast einen Notizblock, du hast einen Taschenrechner, du hast eine Taschenlampe, du hast einen Computer. Also das zeigt eigentlich sehr gut, dass technologischer Fortschritt sehr deflationär ist, aber trotzdem steigt der Preis des iPhones. Ja, und das ist ja auch genau der Grund, warum Bitcoin quasi immer weiter steigen wird. Solange wir es halt in Dollar bemessen, selbst wenn wir es in Gold bemessen würden, wird es quasi immer weiter steigen. Und wenn es dann quasi nur noch Bitcoin gibt, dann würde vielleicht Bitcoin im Preis nicht mehr steigen, weil es in Bitcoin bemessen wird. Aber die Kaufkraft würde trotzdem weiter steigen, weil auf einmal die technische Deflation, dass es technischen Fortschritt gibt, unter der Bedingung halt, dass man annimmt, dass der Mensch sich fortentwickelt und quasi wir immer schlauer werden, wir immer technologisch uns fortschreiben und es keine atomaren Bomben gibt, die uns ins Mittelalter oder sowas zurückwerfen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch immer Lösungen finden will, immer quasi nach vorne strebt, immer besser wird, effizienter wird und so weiter, dann wird selbst in einem Bitcoin-Standard deine Kaufkraft von einem Bitcoin, wenn du jetzt einfach einen Bitcoin hast, immer weiter steigen. Und wenn wir den Bitcoin-Standard haben, müsste eigentlich Bitcoin exakt den technologischen Fortschritt widerspiegeln. Ja. Das heißt, wenn der technologische Fortschritt oder die technische Deflation oder wie man es auch immer nennt, momentan vielleicht 5% pro Jahr sind, müsste deine Kaufkraft in einem Bitcoin-Standard, wenn es nichts mehr anderes gibt, exakt 5% deine Kaufkraft pro Jahr steigen. Ja, genau. Ich habe auch mal gesagt, Bitcoin ist für mich ein monetärer Approximator, also ein Annäherungswert an die tatsächliche Deflation, an den technologischen Fortschritt. Ja. Hast du eine Frage an mich? Eine Frage an dich. Wo siehst du Bitcoin 2025? Ich weiß, du bist ja immer ultra bullish in deinen Thumbnails. Eil, Alarm, super duper Zyklus. Kauft Donald Trump heimlich Bitcoin? Also sag du mal gerne, was denkst du? Das Richtige ist ja, das, was ich da wiedergebe, das sind ja gar nicht meine Beispiele. Das ist ja, ich gebe ja quasi nur Sachen von anderen Leuten wieder. Ich rede eigentlich relativ wenig über das, was ich überhaupt denke, sondern ich sage einfach, okay, Donald Trump sagt, Bitcoin geht auf 10 Millionen. Michael Saylor sagt, Bitcoin geht auf 49 Millionen. Der hat gesagt, Katie Wood sagt, im Bull Case geht Bitcoin auf 3 Millionen. Aber was denkst du denn? Was ist denn dein Case? Ja, also man muss ehrlicherweise so sagen, ich bin immer viel zu bullish unterwegs. Deshalb muss man also du hast abziehen. Mir mal letztens auf WhatsApp gesagt, Luca, wenn du eine realistische Preisprognose haben möchtest, nimm mich und zieh davon 70% ab. Ja, also ich glaube, wenn wir unter 100.000 den Zyklus schließen und das bedeutet wahrscheinlich irgendwann bis Mitte oder Ende 2025, dann wären sehr viele Leute enttäuscht. Also das wäre, glaube ich, schon die Ultra-Bär-Prognose, die aber nicht unwahrscheinlich ist. Sag ich mal, so ein Base-Szenario, das wären einfach so, okay, 120.000 bis 150.000. Und dann gibt es schon so Szenarien, die ich sehe, wo auch Bitcoin auf über 200.000 gehen kommen kann. Das finde ich auch nicht so unwahrscheinlich. Also ich würde durchaus so 30% sagen, dass Bitcoin durchaus über 200.000 kommen kann. Aber ich sehe jetzt in diesem Zyklus jetzt noch nicht, dass Bitcoin auf 1 Million geht. Also da gibt es schon so eine 1-5% Wahrscheinlichkeit, aber jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit über 5%. Also ich meine, es gibt so Eskalationsszenarien, so wie wir es schon angesprochen haben, Nation-State-FOMO und so weiter. Und das passt dann auch perfekt zyklisch noch mit den Fiat-Ausweitungen und so zusammen. Und dann müsste wirklich alles für Bitcoin sprechen und so. Das kann schon sein, dass sowas passiert. Ich gehe auch davon aus, dass sowas irgendwann mal passieren könnte. Im Zweifel würde auch vorher noch mal ein Riegel vorgeschoben werden, indem man halt irgendwie probiert, das zu korrumpieren, das Ganze. Ne? Also sei das jetzt irgendwie
auf einmal ein Hack oder sonst was, was halt vielleicht ein Inside-Job wird, I don't know. Aber ich glaube schon, dass wenn er auf einmal so unfassbar krass ansteigen würde, dass man vielleicht da nochmal als Staat, als Verbund von Staaten vielleicht sich überlegen würde, wie man das Ganze korrumpieren kann. Aber ich weiß ja, du hast ja eh, glaube ich, all deine Bitcoin bei der letzten Bootsfahrt verloren, wenn ich da richtig informiert bin. Ich bin aber gerade hart wieder am Neuaufbau. Das ist gut. Aber vielleicht daran anknüpfend noch eine Frage, weil das, finde ich, ist ein Punkt, der häufig außer Acht gelassen wird. Aktuell zählt Bitcoin ja nach zu den privaten Veräußerungsgeschäften nach 23 ESTG, das heißt, nach einem Jahr ist steuerfrei. Ich gehe aber davon aus, dass auch da mit steigender Adoption irgendwann der deutsche Fiskus ankommen wird und sagen wird, hey, wir würden gerne Steuern auf Kryptowährungen erheben. Und da ist natürlich jetzt spannend für alle, ich sag mal, Short-Term-Hodler oder Leute, die vielleicht Trading betreiben, an- und verkaufen und so sich erhoffen, ein bisschen mehr daraus zu schlagen. Wenn man jetzt Bitcoin kauft und ein Jahr hält, bevor dieses Gesetz in Kraft tritt, dann hat man natürlich die Chance, wenn man nicht verkauft, nie mehr darauf Steuern zahlen zu müssen. Außer man ist in Österreich und es wird rückwirkend gemacht, so wie es in Österreich. War es in Österreich rückwirkend? Ein Jahr rückwirkend. Wow, hat es okay. Eingeführt. Krass. Ja. Also, das ist schon abartig krass, also wenn man das rückwirkend einführt. Und tatsächlich, jetzt ist gestern der Bericht, ich habe mir schon überlegt, darüber ein Video zu machen. Die Grünen fordern jetzt quasi die 10-Jahres-Spekulationsfrist auf Immobilien aufzuheben. Also, man sieht ja, überall, wo es noch was zu geben gibt, wird geholt. Und das ist ja im Endeffekt auch so ein Symptom von einem zerfallenden Imperium. Und meiner Meinung nach ist einfach der Zenit überschritten. Ich sage jetzt nicht, dass morgen der Ultra-Crash kommt. Aber was wir einfach sehen, wenn wir quasi so ein System haben, das einfach über dem Zenit ist, dann ist es einfach wie ein schwarzes Loch. Das heißt, auf der einen Seite wird gedruckt, was gedruckt werden kann. Und auf der anderen Seite wird geguckt, das einzukassieren, was einzukassieren ist. Und da werden halt zuerst die Low-Hanging-Fruits geholt. Also das, was am einfachsten zu holen ist. Und was ist am einfachsten zu holen? Sind Immobilien, sind vielleicht sogar auch Aktien oder Kontobestände und so weiter. Es gab ja auch Überlegungen, dass man gesagt hat, ja, auf den Kontos von den Leuten hier bei den Sparkassen, das sind ja so und so viele Milliarden Ersparnisse, das ist ja Geld, das für gar nichts arbeitet. Dann können wir uns das jetzt doch einfach als Politik holen und können quasi mit dem Geld wieder arbeiten, benutzen das Geld und tun quasi die Leute zwangsenteignen. Das ist natürlich schon noch, die haben schon noch den Anspruch darauf, aber die Politiker können dann quasi das Geld benutzen und solche Ideen gibt es ja. Das heißt, Spekulationsfrist auf Immobilien abschaffen, die Kontostände von den Leuten benutzen. Ich glaube, war das gar nicht in Deutschland, in Frankreich war das, glaube ich. Bin mir jetzt sicher, irgendein Land in Europa. Und genauso wird es natürlich auch mit Bitcoin sein. Ich meine, die Einjahresfrist, das ist schon noch eine Frage der Zeit, bis die wegkommt. Ja, glaube ich auch, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass unter all diesen Assetklassen, ob das jetzt Aktien, Immobilien und so weiter sind, Bitcoin oder generell Krypto immer noch die bestmögliche Sicherheit gegen einen übergriffigen Staat ist. Ich meine, wenn du sagst, okay, du hast Angst vor der Spekulationsfrist und du hast jetzt 10 Bitcoin am Start, dann gehst du einfach nach El Salvador und cash halt in El Salvador aus. Ja, ich will aber vielleicht nicht da leben. You know? Ja, aber wenn du halt 10 Bitcoin hast und das quasi ein paar Millionen sind, dann würdest du wahrscheinlich den Schritt trotzdem tun, einfach nur um da auszucashen. Und dann kommst du halt vielleicht irgendwann mal wieder zurück. Bei einer Immobilie funktioniert halt sowas gar nicht. Bei einer Immobilie musst du quasi in Deutschland auscashen. Bei Bitcoin kannst du theoretisch überall auf der Welt auscashen. Aber die Frage ist, wenn du dann auscashst in El Salvador, dann zahlst du es ja aus, hast es auf dem Konto und dann kommst du wieder zurück nach Deutschland und dann musst du da vom el salvadorianischen Konto 3 Millionen, sag ich jetzt einfach mal, nach Deutschland überweisen. Dann fragen die ja, woher hast du denn die 3 Millionen? Und sagst du, ja, habe ich auch gefunden bei einer Bootstour. Auch nicht so leicht, ne? Also wie das drehst und wendest, ist schon... Ja, stimmt, also das Auscashen, das funktioniert im Prinzip so lang, solange du quasi nicht mehr zurück in das System willst. Aber da hast du schon recht. Aber das ist halt die Frage, willst du dann wirklich noch in einem System sein, wo... Also ja. Ich sag mal, die Frage ist halt, okay, wo ist quasi die Daumenschraube hart genug? Manche Leute sagen, okay, 6% Inflation und 50% Besteuerung, das lasse ich noch mit mir mitmachen. Der Nächste sagt dann, okay, 10% Besteuerung, 10% Inflation und 60% Besteuerung, da ist bei mir quasi die rote Linie. Und der Nächste, der sagt dann halt, okay, 50% Inflation und 80% Besteuerung, das ist quasi erst bei mir die rote Linie. Und manche Leute sagen, okay, nimm mir alles weg, ich gebe es euch gern. Ja, altruistisch, ist doch auch schön. Ja. Ja. Naja gut, das muss jeder für sich entscheiden, ne? Aber... Ich weiß schon, was du meinst, ja. Die Tendenz in Deutschland steht auf jeden Fall dafür, dass das Ganze
leider nicht besser wird. Aber ich denke auch, also das ist, es wird auch wieder bergauf gehen und so weiter. Also es ist immer so, es ist halt auch volatil und dann geht es halt mal bergab, dann lernt man vielleicht aus einer Krise, dann crasht es vielleicht wieder. Wie ging dieses Sprichwort von dem saudischen Thron, keine Ahnung was, König, wie auch immer, der gesagt hat, irgendwie schwache Zeiten schaffen harte Männer. Ich kann nicht, sagst du, das heißt, schlechte Zeiten schaffen harte Menschen. Und das war zum Beispiel die Kriegszeit. Das heißt zum Beispiel, mein Opa ist so ein Beispiel. Die hatten quasi wirklich, das Land war Asche und Schutte, Schutt und Asche. Also einmal komplett runtergebombt. Und da hat man natürlich dann sehr viel miteinander sich zusammentun müssen. Und da hatten quasi die schlechten Zeiten gute oder harte Männer kreiert. Und die harten Männer und die guten Männer, die kreieren dann gute Zeiten. Und das war quasi das Wirtschaftswunder und Aufschwung und mit Erhard und was es da alles gab in den 60er, 70er Jahren und so. Da konntest du ja theoretisch machen, was du wolltest. Ludwig Erhard hat im Übrigen auch sehr viel von den Österreichern gelesen. Also meiner Meinung nach wäre das ein Ultra-Bitcoin-OG gewesen. Ja, safe, also. Und das waren dann halt die guten Männer oder die starken Männer, die starke und gute Zeiten kreiert haben. Und dann ruht man sich quasi auf dem Erfolg aus und dann kreieren halt die guten Zeiten wieder schlechte oder schwache Menschen. Und die schwachen Menschen, die kreieren dann quasi die schlechten Zeiten. Und das ist halt leider jetzt der Fall. Das heißt, wir haben quasi jetzt auf, zum Beispiel Lars Spliening sagt immer, wir haben quasi vergessen, was Krise überhaupt bedeutet. Das heißt, mein Opa kann sich noch daran erinnern, wie es im Weltkrieg war. Ich kann mich nicht erinnern, du kannst dich nicht erinnern. Klar, wir kennen es noch aus Erzählungen. Und unsere Kinder, bei denen wird es komplett ausgelöscht sein. Und dann vergisst man einfach das, dass es auch übergriffige Staaten gibt oder dass es vielleicht Kriegsszenarien gibt oder dass Frieden wichtig ist oder whatever. Mittlerweile ist ja teilweise Frieden schlecht und Krieg gut. Und dann kommt man quasi wieder in so eine Abwärtsspirale und dann muss quasi alles wieder crashen und dann fängt es wieder von vorne an. Ja, und dann klebt man sich halt auf die Straße stattdessen oder so. Ja. Also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Genau.